Chlamydien, ihr habt es gehört, das ist unser erster Punkt, wo wir jetzt bleiben. Bevor wir aber über Chlamydien reden, hat gerade jetzt Lukas noch gesagt, dass es ja auch viel einfacher ist oder viel einfacher wäre, wenn man gerne per E-Mail möchte mit dir in Kontakt kommen. Hast du hast gesagt, dass es die Jugendlichen, vielleicht wegen der Anonymität, ich weiß es nicht, dass man sich auch so bei dir melden kann. Genau. Also man kann auch eine E-Mail schicken bei uns auf die Fachstelle. Und meine Erfahrung, so, wenn ich jetzt so zurückschaue, denke ich, ja, es hat viel mehr Fragen zu den STIs kommen oder zu HIV kommt über das Mail rein bei uns oder auch per Telefon. Also, dass jemand vorbeikommt, ist ein bisschen weniger der Fall, ist auch, kommt auch, aber das ist auch ein bisschen einfacher, wenn man etwas kurzes Wissen über STI. Das haben wir vorher schon gesagt, kann ich sagen, sehr gerne noch einmal. Geht auf unsere Second Screen, infochoice.ch/onair. Dort findet ihr die Informationen zum Lukas. Und wir haben einen weiteren Kommentar, den wir mit reinnehmen von Daniele. Und zwar, aber wenn man ja keinen Geschlechtsverkehr hatte, dann muss man sich ja gar keine Sorgen machen, oder? Perfekt. Der hat recht. Das ist richtig so. Wenn man nicht sexuell aktiv ist, dann kommt man auch nicht plötzlich irgendeine Infektion über. Es gibt ein paar wenige Infektionen, die man auch sonst bekommen kann. Das ist absolut klar. Über Spritzentausch mit Drogen, das ist etwas, was man auch vielfach kennt. Oder auch sonst gibt es wenige, aber die klassischen sexuell übertragbaren Infektionen werden insbesondere durch Geschlechtsverkehr übertragen. Und zwar nicht nur durch Vaginalverkehr, sondern auch Oralverkehr. Genau, das wäre jetzt eben die Frage, wenn man Oralverkehr hat, dann kommt es ja auch zum Flüssigkeitenaustausch. Ja. Also, den kann man sich auch anstecken. Ja, absolut. Und das heisst, wenn man vor allem auch dann, wenn man Partnerwechsel hat, wenn man verschiedene Partner hat, dann soll man sich wirklich schützen. Mit einem Kondom, mit einem Latextüchli auch, wenn, dass wenn Scheide, Mund, dass dort wirklich eine Ebene ist, wo man sich sehr gut kann anstecken, also eine Übertragung kann stattfinden. Jetzt reden wir über Chlamydien und da, wenn wir von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern gerade zuerst mal wissen, eben, ihr habt es vorher gesehen in der Strassenumfrage, es gibt Leute, die haben schon gehört von dieser Krankheit, es gibt Leute, die haben noch nie etwas gehört davon. Wie sieht es bei euch daheim aus? Habt ihr schon mal gehört von dieser Krankheit? Und wenn ja, schreibt doch gerade rein, vielleicht eben, habt ihr schon mal Erfahrungen damit gemacht, würde uns sehr wundern. Und jetzt Lukas, gerade die Frage 1, was ist das für eine Krankheit? Also Chlamydien ist bakterielle Infektion. Das heisst, sie ist auch heilbar. Mit Medikamenten kann man die Bakterien wieder aus dem Körper bringen. Also ist sie immer heilbar oder nur am Anfangsstadium? Grundsätzlich bringt man die Bakterien wieder raus. Ja. Aber was dann passiert, wenn man es nicht merkt, oder, ist, dass man ja dann Krankheiten hat. Also zum Beispiel, und das ist eines der ganz grossen Risiken, nämlich zum Beispiel das Verkleben von der Eileiter. Das heisst, dass eine Frau unter Umständen nicht mehr schwanger werden kann, kein Kind mehr bekommen kann. Und wenn man eben genug früh die Anzeichen sieht oder spürt oder sich auch mal testen lässt, dann kann man das verhindern. Es ist die meist verbreitendste Krankheit, da kann man es hier aufgeschrieben, es sind 8'000 Menschen pro Jahr in der Schweiz, die sich neu anstecken mit Chlamydien. Das ist ja krass. Also, woher kommt denn das? Woher das kommt? Das ist eben durch das, dass das Bakterium das ist vorhanden, das wird übertragen und das wird von Mensch zu Mensch dann wieder weitergegeben. Wie so Sexualkontakt. Aber oder? Man muss es ja fast, also irgendetwas muss man sich merken, dass man das in sich hinein hat, oder bin ich da falsch? Das merkt man eben nicht. Nein, das merkt man eben nicht unbedingt. Es gibt kleine Anzeichen. Und für das habe ich so eine Tafel hier, vielleicht können wir das anschauen. Nämlich Chlamydieninfektion. Meistens hat man keine Anzeichen. Ist durchgestrichen. Man spürt das nicht so. Oder vielleicht so ein Ausfluss aus der Scheide, aus dem Penis. Oder es brennt. Wenn man aufs WC muss, dann brennt es im Penis oder auch in der Harnröhre. Oder einfach ein Schmerz in den Geschlechtsorganen. Oder auch Blutungsstörungen, dass Frauen Blutungsstörungen bekommen können. Aber diese Teile die kommen vielleicht weniger. Und wenn man die Anzeichen nicht hat, dann spürt man das nicht einfach so. Und man wird nicht plötzlich einfach krank, wenn man die Infektion hat. Jetzt sehe ich gerade bei unserem Bildschirm im Studio, die Leute daheim sehen das jetzt auch gerade noch mal. Und dazu kann ich wirklich nur sagen, eben, wenn ihr jetzt eine Frage habt an Lukas, dann geht auf choice.ch/onair und stellt eure Fragen gerade zu der Chlamydien. Das ist jetzt eure Chance, die ihr das machen könnt. Und was mich jetzt gerade noch wundern würde, ist, Lukas, wie sieht es der Unterschied Frau-Mann? Wie sieht es aus? Sind es eher die Frauen, die das überkommen, oder betrifft es beide? Es betrifft beide. Grundsätzlich betrifft es beide.
Bei den Frauen ist das, der Zusammenhang mit der Schwangerschaft natürlich ein bisschen schwerwiegender, aber auch Männer. Bei den Männern ist das genau gleich so. Es kann auch einen Infekt geben, wo für die Männer nicht gut ist, wo auch die Möglichkeit ist, dass dann eben bei den Geschlechtsorganen, bei den inneren Geschlechtsorganen Störungen auftreten. Jetzt, die Frauen gehen einmal im Jahr, im Minimum, gehen sie zu der Frauenärztin oder zum Frauenarzt, sich checken. Was soll der Mann machen? Der Mann, wenn jetzt zum Beispiel die Frau merkt, oh, da habe ich den Infekt, dann ist wichtig, dass sich der Mann auch behandeln lässt. Männer, die gehen viel weniger zum Arzt. Und entscheidend ist, dass Männer auch zum Arzt gehen sollen, wenn sie etwas spüren, wenn sie merken, es brennt beim aufs WC gehen, dann, dass man wirklich dann zum Arzt geht und nicht denkt, ja, das geht wieder vorbei. Viele Männer gehen nicht zum Arzt, weil sie denken, ja, ich muss wieder weg und geht wieder weg. Härte sich spielen und so. Genau, und traut sich auch vielleicht viel weniger, das zu sagen. Jungs erlebe ich auch schon so, dass sie sich ein bisschen schämen, wenn ein Arzt den Penis anschaut. Aber eigentlich ist das wichtig, dass man Sachen, die einen beunruhigen, wo man merkt, das ist nicht gut, dass das schwierig ist.